Ups. Ja, schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und danke dafür, Speaker Schocker. Und zwar wurde ich nominiert für die Liebster Award Challenge, wo es darum geht, anderen YouTubern 11 Fragen zu stellen und die wirklich vorzugeben. Wer wissen will, wie die Regeln funktionieren, guckt mal in die Videobeschreibung, das nochmal alles detailliert aufgelistet. Ja, wie schon erwähnt, wurde ich vom lieben Speaker Schocker nominiert und muss jetzt 11 Fragen von ihm beantworten, natürlich ehrlich beantworten, logischerweise. Und am Ende werde ich weitere YouTuber nominieren und die müssen dann die Fragen beantworten, die ich denen vorgebe. Ich dachte mir, okay, Challenge finde ich ganz witzig, ist jetzt nicht so was Sinnloses wie Baden in Scheiße, deshalb mache ich da natürlich mit. Ich habe nebenbei auf meinem Bildschirm hier die Fragen aufgelistet, weil ich kann mir jetzt nicht alle merken und es ist ja jetzt nicht schlimm, glaube ich, da mal abzugucken. Frage Nummer 1, was ist dein Lieblingsessen? Ich habe mir da vorhin schon über Gedanken gemacht und war mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, wenn ich bin so ein Mischwurst, ich fresse sowieso alles irgendwie. Aber ich würde sagen, selbstgemachte Burger, wenn die so grillt und die macht alles Zutaten so einzeln cool da und macht die Burger komplett selbst, ich glaube, das kann man so als Lieblingsessen bezeichnen. Nächste Frage. Schämst du dich für eines deiner Videos auf deinem Kanal? Nicht nur für eins. Es gibt so viele, die ich einfach so abgrundtief scheiße finde. Ich habe ja schon, also die so richtig schlecht sind, so richtig underground, die habe ich ja schon runtergenommen, also nicht gelistet bei YouTube gemacht und privat gestellt und so weiter, wo ich so angefangen habe. Ich bin immer dafür, alles drin zu lassen, weil jeder mal angefangen hat, aber das sind so Videos, wo ich wirklich sage, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, aber es sind trotzdem immer noch Videos online, die ich einfach, ist einfach nicht schön. Kurze Kostprobe. Und zwar geht's um die... MPA Malis. Der alte Nico mittlerweile ist aus der Schule raus und es geht langsam los. Das ist wie eine Party ohne DJ, das geht einfach nicht. Ja, also muss ich ja mehr zu sagen. Es hat sich denn doch einiges verändert, würde ich sagen. Wie viele Lampen haben... wie viele Lämpchen haben die Lichterketten in deinem Weihnachtsbaum? 500? Nein, keine Ahnung. Ich würde sagen, nur so 250 LEDs haben wir da schon drin. Also wir hauen das Ding jedes Jahr mal gut voll. Kaffee oder Tee? Tee. Ich bin, glaube ich, der Einzige in meinem Freundeskreis, der keinen Kaffee trinkt. Zumindest kommt mir... Nee, das dann, glaube ich, auch nicht. Also, es kommt mir nur so vor. Nee, ich bin wirklich fast der Einzige mit Tassen zusammen, der keinen Kaffee trinkt. Das ist unglaublich. Viele fragen mich immer, wie ich den jeden Morgen überstehe, aber das geht. Das ist genau wie Bier. Also, so reines Bier finde ich auch eklig. So bitter. Bist du froh, bei YouTube zu sein, dann würdest du nochmal von vorne anfangen? Ja? Und nein. Ich bin sehr froh, da zu sein und auch sehr froh, so früh angefangen zu haben. Mein Kanal gibt es ja schon seit Oktober 2010, worauf ich auch so ein bisschen proud sein kann, glaube ich. Und ich glaube aber, so, ich würde schon noch anfangen, aber ich glaube, ich würde bei dem heutigen YouTube nicht so viel Spaß haben, wie es damals war. Weil damals konnte man auf seinen ganzen Kanal, vielleicht erinnert ihr euch daran, seinen ganzen Kanal, Hintergrund, alles selber gestalten, die Anordnung konnte man alles selber machen und es hatte so ein Vintage-Flair. Es war noch so richtig Broadcast Yourself, wo jeder mit Webcam und Handy die Videos gemacht hat. Heute ist ja alles so hart professionell mittlerweile. Selbst ich habe hier eine kleine GH4 zu stehen und so weiter. Und nehme gerade mit einem Neumann-Mikrofon auf, ja. Was ich ja natürlich nur mache, weil ich das so möchte. Aber es gibt ja so viele, die wirklich das so auf richtig hart professionell machen. Und das finde ich bei YouTube so, ja, so halb angebracht. Dieses so ein bisschen Broadcast Yourself, da sollte noch so ein bisschen drin sein. Deswegen, weil das heute halt kaum noch der Fall ist und heute sowieso alles mit diesen Baden in Scheiße und alles so eine Scheiße zugespammt ist in den Trends, wo ich mich frage, wie sowas in den Trends kommen kann. So eine YouTube-Bitch wie Katja Krasserwitze, wie kann die in den Trends kommen, was sich 12-jährige Menschen angucken? Also, das ist so kacke geworden einfach so. Wo ist Cold Maron, die Außenseiter, die damals YouTube revolutioniert haben in Deutschland? Das ist so, was ich ein bisschen vermissen würde, glaube ich. Ich habe die Frage viel zu weit ausgeholt, aber ihr wisst, was ich meine. Wie groß bist du? Keine Ahnung. Mal rausfinden. Schallplatten machen sich super dafür. So als Oberkante. 1,83. Also ich würde sagen, eine typische durchschnittliche Menschengröße. Serienjunkie oder Filmefan? Beides, aber eher der Serienjunkie. Ich habe jetzt gerade Six durchgeguckt. Ist so, guckt euch einfach an. Ich habe The Strain angefangen, wobei das so ab der Mitte immer weirder und trashiger wird, aber an sich ganz cool. Ich bin ein Riesenfan von The Walking Dead. Ich habe Fringe durchgeguckt. So, diese ganzen Geschichten. Two Knife Man, sowieso bei Bang Theory kennt man. Und ich habe damals übrigens, ist mir egal, wer lacht oder nicht, jeder hat eine coole Kindheit gehabt oder was Serien angeht. Ich habe damals iCarly geliebt. Mann, fand ich die Serie geil.
um die Frage wieder so lange ausgeholt zu haben, Serienjunkie. Welches Videoformat schaust du am meisten auf YouTube oder im Netz? Videoformat? Ah, ich glaube Technikvideos. Also ist jetzt kein Format, aber ich kann das jetzt nicht kategorisieren. Damals Produkttests, heute Tutorials größtenteils, weil ich hier ein großes Projekt vorhabe. Übrigens gibt es dazu eine Instagram-Seite zu meinem großen Projekt, was ich vorhabe, und in der Videobeschreibung, Schleichwerbung. Und ich deswegen viele Tutorials gerade, so geht's, von Martin Flint, also hier von Camera Cave und Film Riot und sowas. Welchen Ort würdest du gerne mal bereisen? Also wenn das Bam Crew House als Ort definiert werden kann, dann diesen Ort. Ansonsten... weiß gar nicht. Ich bin nicht so der extreme Reiser, der durch die ganze Welt fliegt. Da bin ich gar nicht der Typ für. Ich weiß gar nicht. Ich bleibe beim Bam Crew House, okay? Und damit passt direkt die nächste Frage. Welche YouTuber würdest du gerne mal treffen? Mehrere. Ein paar, die ich treffen wollte, habe ich ja schon getroffen. Felix Bar, Julian Völzke, Entschuldigung. Und Kilian und so weiter, die durfte ich schon mal treffen. Den ich wirklich so, die meisten so bestimmt so, Fanboy. Aber ich finde einfach seine Videos sehr, sehr gut gemacht und so cool und so. Und ihn als Kerl sehr sympathisch. Ist auch so ein Arbeitstier, Dreamband. Sag euch, wie es ist, würde ich gern treffen. Ups. Ich wollte damals immer Fossi treffen, bis ich ihn getroffen habe und dachte mir, gut, hast das auch erledigt. War auch ganz cool. Kommen wir zur letzten Frage. Welche Farbe magst du am liebsten? Ich definiere es immer Kongo-Blau, finde ich sehr, sehr geil. Für die, die es nicht kennen, guckst du dich mal am Netz an, aber nicht so als Wallpaper. Es gibt Kongo-Blau, so dieses Kongo-Blau, was so LEDs, Moving Heads schießen, das finde ich einfach so geil, dieses Blau. Das ist so das, was ich am coolsten finde, glaube ich. Kann es wirklich sein, dass ich in dem Video ganz halt so schräg hänge hier so? Dann setze ich mir jetzt mal gerade hin. So, das ist geschafft. Jetzt muss ich ja noch selber YouTuber nominieren und ich werde aber jetzt nicht irgendwie 11 Stück oder so nehmen, sondern ich glaube so 3. Und zwar, ich nominiere auf jeden Fall den Jan vom Kanal Zocker223, das musst du jetzt auch machen. Dann würde ich gerne den Marco von So geht's nominieren. Ich nehme jetzt noch einen von den Nachwuchskanälen, die auch Videos machen wie ich. Welchen von denen hier ist. Ich sag mal so, Dieter Timmy Turner ist ein kleiner junger Mann, der das schon ganz gut macht für sein Alter, aber der hat schon 1000 Abos. Das mache ich noch nicht. Ich nehme mal Tonstudio TV. Du musst das auch machen. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Das sind jetzt die, die ich nominiert habe. Danke fürs Zuschauen für diesen kleinen lustigen Video. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Übrigens nochmal vielen Dank für das coole Feedback von der letzten Folge. Nikos Kriegs hat mich echt gefreut. Vor allem, dass das Video, das 2 Wochen jünger als das alte Video ist, schon von den Klicks halt überholt wurde. Und wir feiern ein kleines Jubiläum. Und zwar habe ich die 1 Million Klicks in einer Gesamtklickzahl geschafft. Bestimmt würde Julian Bam sagen, habe ich in einem Video nach 5 Minuten. Aber nicht in unserer kleinen Branche. Und das ist für mich echt ein Meilenstein. Und ich freue mich da echt mega drüber. Auch wenn das bloß eine Zahl ist. Aber trotzdem kann man sich ein bisschen drüber freuen, glaube ich. Ne? Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.